Jetzt müssen wir nur noch den T-Rex und den Brachydios zur Strecke bringen. Okay, das werden wir demnächst auch tun, aber noch nicht jetzt. Denn, ja, da wir den Rathodos gerade erledigt haben, machen wir dann gleich noch weiter mit dem nächsten Biest. Und ich würde tatsächlich sagen, dass das nächste Biest jetzt der Odogaron sein wird. Weil von dem können wir tatsächlich am meisten noch bekommen. Legiana ist auch noch interessant, weil jetzt gerade Diablos... Ja, Diablos zu besiegen ist halt, damit man Diablos besiegt hat. Legiana und Odogaron können wir tatsächlich gebrauchen. Ähnlich wie Lavasyut und Uragan sind eigentlich auch relativ uninteressant. Deswegen eigentlich der interessanteste gerade ist der Odogaron, weil die Rüstung war früher gut. Mir wurde die Rüstung tatsächlich auch schon empfohlen eventuell. Oder dass ich die eventuell mögen könnte. Und deswegen schauen wir die uns gleich mal an. Wir schnappen uns hier nochmal einen Gutschein. Und dann... ja, schauen wir gleich mal, wie das laufen wird. Ich muss nochmal gucken, welche Waffe wir da nehmen werden. Weil da bin ich mir nie 100% sicher, was der Odogaron für eine Schwäche hat. Du hast eine Eisschwäche. Okay, Eis und dann Donner. Weil ich war mir nicht mehr sicher, ob es Donner war. Eis. Ja, wir haben die Eisglefe. Ich meine, dann spielen wir halt wieder Glefe, aber gerade eben habe ich halt keine andere G-Rank-Eiswaffe. Oh, doch. Mit dem Großschwert gegen den Odogaron. Das ist fast eine Sache, die ich mir nicht zutraue, tatsächlich. Also ist ein starkes Großschwert, das wir auch verbessern können, tatsächlich. Ich erinnere mich. Sollen wir, da wir das Großschwert jetzt gleich verbessern? Wir werden schon gut Schaden machen, schätze ich mal. Keine Panik. Vor allem eben, wenn, wenn wir dann, Genau, da hat uns nämlich der reine Kristall gefehlt. Ich meine, das haut schon das Zeug ordentlich nach oben. Das ist schon nicht verkehrt. Da, gib mir meinen Fisch. Danke. Das können wir auf jeden Fall noch lange nicht machen. Aber alles andere soweit. Gute Frage. Ich meine, den können wir auch noch vergessen. Ja. Da hätten wir alles bis auf das, was wir halt noch nicht haben dürfen. Verdammt gute Frage. Traue ich mich das? Den Odogaron damit zu besiegen. Weil es wird schon, das wird schon hart, das so zu machen. Das auf jeden Fall. Deswegen weiß ich noch nicht ganz, ob das so passen wird. Wir können das hier mal wegpacken. Wir können nochmal die Falle mitnehmen. Keine Ahnung. Gut, Deko können wir erstmal wieder umwechseln, weil Verschlingen haben wir ja genügend. Haben wir? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben bloß zwei Verschlingen. Dann haben wir es drei. Gut, zwei passt eigentlich auch. Dann nehmen wir hier nochmal wieder das Expertenjuwel. Dann wechseln wir das halt immer wieder rein. Nehmen wir den Fisch? Ich meine, wie gesagt, der kann halt schon echt wehtun. Das auf jeden Fall. Wir probieren es mal. Es kann nicht schlimmer laufen als beim Rathodos, sage ich mal. Schauen wir mal und dann sehen wir uns gleich auf der Quest. Okay, damit sind wir auch wieder direkt in die Gefahrenzone. Oh, weh. Und dann versuchen wir mal, dem Odogaron unseren Thunfisch über den Schädel zu hauen. Ja, ist ja gut. Kein Grund zur Aufregung. Es ist nur ein Thunfisch. Ah, dammit. Dann halt so. Au. Ich meine, ihn gleich gegen die Wand hauen zu lassen, wäre natürlich auch großartig. Aber ich glaube, es gibt hier Lähmkröten. Ah, wow. Ich dachte natürlich, er kommt zu mir. Kommt er vielleicht auch? Was zur Hölle tue ich da? Was macht der Odogaron überhaupt? Au. Der wackelt da irgendwie bloß durch die Gegend. Der hat irgendwie bloß noch nicht so richtig realisiert, dass er mich angreifen soll, glaube ich. Nee, er greift einfach Blob an und Blob kommt einfach nicht zu mir. Hallo, Blob, jetzt... Wow. 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 Großartig. Was zur Hölle war das denn? Da wackelt er doch kurz zum Blob um und dann springt er halt einfach darüber. Okay, beide Frösche verhauen. Das ist sehr gut. Gibt's hier irgendwas, was ich ihm in den Kopf werfen kann? Oder gibt's es einfach nicht hier unten? Weil, das sehe ich halt eben gerade so nicht. Da unten sind Steine. Ja, okay. Sehr gut. Gut, okay. Jetzt haben wir ihn hier eben rausgeholt.
Auch nicht so verkehrt. Ach Gott, der Odo Garen. Der Odo Garen. Nein, jetzt. So ärgerlich. Hörst du mal auf rumzuschlappen? Okay, falsche Richtung. Falsche Richtung. Richtige Richtung. Und bitte nicht aggro sein. Danke. Perfekt. Nein. Ja, okay. Das war zwar eigentlich nicht das, was ich wollte, aber gut. Ja, das wird nicht reichen. Vor allem, weil er jetzt rumbrüllt. Ja. Ich hätte eigentlich den zweiten schon loslassen sollen. Naja, gut. Passiert. Das wird, glaube ich, ein sehr problematischer Kampf. Ich meine, wir tun ihm halt, wie gesagt, ordentlich weh. Aber halt viel zu selten. Vor allem hier müssen wir halt eigentlich auch die Teile von ihm anbrechen. Das haben wir beim Rathalos vorhin halt gar nicht gemacht. Ach, schade. Wäre zu witzig, wenn er da nochmal reingerannt wäre. Die Teile müssen wir hier so dringend anbrechen. Ja gut, er ist aggro. Wird aber trotzdem funktionieren. Nicht die Vitalwespe, okay. Also den Vespoid, so rum. Okay. Das tut halt eben auch weh. Und wie gesagt, da machen wir dann halt richtig gut Schaden drauf. Vor allem, wenn so ein Dreier mal trifft. Er ist halt verdammt schnell, aber ich glaube, dadurch hält er nicht so viel aus. Ich hoffe es zumindest. Die Steine gibt es da gerade nicht mehr. Da unten wären noch ein paar Steine. Ich hoffe aber mal, dass es hier auch irgendwo welche gibt. Da, perfekt. Jetzt muss ich die bloß noch finden. Da. Okay, ich meine, ist er? Ja, okay, er ist noch aggro. Ist immer so komisch, dass er nicht als aggro angezeigt wird, während er halt eben, oder halt bloß so im Gebiet steht. Au. Na, dadurch muss man halt immer wirklich erst reingehen ins Gebiet, um zu wissen, ob es noch ist. Okay. Na, schade. Da musste ich leider ausweichen. Ah. Das ist halt das Problem bei so einem schnellen Monster. Genau deswegen wollte ich halt Großschwert nicht spielen. Weil ich aber nicht die Möglichkeit habe, da gescheit aufzuladen. Aber bloß den Zugangriff zu machen, würde ja auch funktionieren. Wir haben jetzt... Ja, macht halt auch gut Schaden. Wir haben jetzt halt leider nicht kritischer Zug. Oh. Okay, vielleicht war das falsch. Komm schon, bitte. Yes, 500 Schaden. Das war super wichtig. Du bist auch gerade im Nicht-Aggro. Das heißt, wir können dich gleich nochmal gegen eine Wand rennen lassen. Wäre super gut, das zu machen, während ich noch meinen Mantel habe. So viel dazu. Komm schon. Ach, Mann. Wann soll ich denn so ein Monster ans Gesicht springen? Das ist halt das. Okay, jetzt. Komm schon. Bam. Nice. Okay. Ich glaube, das macht sehr viel mehr Schaden so, wenn er gerade auf dem Boden liegt. Da dann die 2 reinzuhauen. Okay. Nice. Das hat auch noch erwischt. Das sind dann halt solche Punkte, wo wir dann richtig gut Schaden machen können. Ich wollte gerade... Hat er mich damit echt gekillt? Wow. Ich wollte nämlich gerade sagen, was ist denn gerade passiert? Holy. Ja, jetzt bin ich gleich noch gelähmt. Oh Gott. Das war richtig krass. Der Schaden von ihm ist halt manchmal... enorm. Kann ich bitte ranhaken? Danke. Wäre sehr, sehr wichtig. Ich wollte gerade sagen, wo rennt er denn hin? Das hat funktioniert. So, ins Gesicht. Wow. Das hat enorm Schaden gemacht, weil wir da einfach alles getroffen haben. Okay, nice. Hat zwar nicht das volle Potenzial gehabt, aber egal. Können wir da vielleicht nochmal? Er ist auch schon wieder gelähmt. Diese Gyros sind gerade richtig gut. Nein, als ob. Das wird auch nicht okay. Das hat getroffen. Sehr gut. Gut, so machen wir ihm natürlich schon ziemlich gut Schaden. Dieser Gyrus. Wie Blob einfach mit diesem Gyrus ranspringt. Okay, du kommst mir nicht. Zack. Nochmal 111 Schaden. Sehr schön. Ja, vielleicht funktioniert es doch mit dem Großschwert. Ich meine, er hätte uns eigentlich schon gekillt. Das ist halt das große Problem. Deswegen, ja, mal schauen. Sind das Rotkerne? Ne, Feuerkraut.
hätte ganz gern ein bisschen was zum Schießen. Wenn er gerade eben halt aggro ist. Das ist trotzdem gar nicht verkehrt. Na, keine Ausdauer mehr. Wieso passiert das mir immer? Okay. Wenn draufspringen wäre auch mal interessant. Gerade so, wo wir jetzt so eine kleine Kante haben. Gibt's hier nichts? Alte Fußspuren, toll. Nicht das, wonach ich suche. Banbaro-Spuren, super. Nee, ich finde hier keine Steine. Und das... Ach, da, Schleuderfackeln. Oh Gott. Diese... Ja, das ist halt so gefährlich und macht so viel Schaden. Au. Oh, Hilfe. Wo sind die Schleuder... Da sind die Schleuderfackeln, so rum. Und jetzt nicht zu weit anspringen wird es... Ja, aber auch nicht zu weit weg. Komm schon, lass Blob und den Gyros in Ruhe. Ich will einfach bloß auf dir reiten. Mann. Gott, dieser Gyros. Und jetzt bin ich auch noch... Oh, Hilfe. Ich weiß nicht, ob es die langsame Waffe schlechter oder besser macht. Ich weiß nicht, ob ich mit einer Glefe da besser klargekommen wäre. Keine Ahnung. Okay, da kommt er zumindest nicht so leicht hoch. Nice. Ich wusste... Also es war mir relativ... Ich war mir relativ sicher, dass... Dass ich da ganz gut auf ihn draufkommen werde, wenn ich ihn einmal anspringen kann. Weil das Großschwert halt doch ziemlich mächtig Schaden macht. Und scheinbar dann auch ziemlich mächtig Reitschaden. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können ihn jetzt hoffentlich ein bisschen dort behalten. Okay. Hätte ich mich beinahe bewegen müssen, aber im Moment sieht das noch ganz gut aus. Er wackelt nochmal mit dem Schweif. Alles in Ordnung. Sehr schön. Und da liegt er. Schade, wir konnten zwar leider nicht den Aufladeangriff machen, aber passt schon. So, wenn die Gyros jetzt mich bitte nicht wegschieben würden. Ob wir das noch treffen? Nice! Sehr schön. Und gleich gelähmt. Wow, dann würde ich sagen, gleich nochmal das Ganze von vorne. Diese Gyros, ne? Okay, das war der Schweif. War vielleicht nicht so am effektivsten, aber passt schon. Nehme ich definitiv auch. Was brüllt da so? Ist es der Banbaro gewesen? Nein, das ist ein Vulkaner? Nee, Banbaro. Banbaro latscht einfach mal so durchs Gebiet. Klar. Warum auch nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Wichtigste gerade eben waren definitiv die Gyros. Die haben mir so viel geholfen. Okay, du bist gerade im Nicht-Aggro. Das heißt... wenn ich dann dein Gesicht könnte. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Nice. Sehr schön. Und gleich nochmal, da gab es kurz Soundlag, tut mir leid. Gleich nochmal in dein Gesicht, weil dein Gesicht gerade auch angeschlagen ist. Sehr schön. Oh mein Gott, war das guter Schaden. Bitte nicht brüllen. Komm schon. Yes. 650 Schaden. Nice. Dann nochmal ein seitlicher Schwung. Wunderschön. So, der Gyros hat, glaube ich, der Garen hat, glaube ich, gar keinen Bock mehr. Ich habe jetzt seinen Puls nicht überprüft. Ah, das war gerade eben weg. Okay, aber der Schweif. Wenigstens den. Aber da lag, glaube ich, noch was zum Aufsammeln. Das ist gerade eben despawned. Schade. Gut, haben wir die Schleuderfackeln hier wieder? Nee. Wir müssen jetzt eh nach oben. Passt schon. Oh Mann, was für ein Kampf. Es ist ziemliches Durcheinander, würde ich sagen. Die Streunuss nehmen wir mit. Das ist nicht verkehrt. Ah gut, Banbaro macht sich auf dem Weg in eine andere Richtung. Das ist sehr, sehr gut. Wir kommen auch ziemlich gut mit unserer Schärfe klar. Jetzt müssen wir bloß schauen, wo der... Okay, oder Garen müsste genau da hinten sein. Wie komme ich denn da hoch? Ach, hier? Nee. Warte, wo bin ich? Ach, da, okay. Ich wollte gerade sagen, so, hä, macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, wo ich hier bin. So, gucken wir mal. Vielleicht schläfern sie ihn ein. Wenn sie ihn jetzt einschläfern würden, dann wäre das so gut wie erledigt. Okay, er hat schon einen relativ niedrigen Puls. Mal sehen. Oh, hallo, Banbaro. Wollt ihr euch battlen oder eher nicht so? Hi, Blob. Ich habe leider gerade bloß noch Blob gesehen. Das war ein bisschen problematisch. Oh mein Gott, ja, sie wollen sich battlen. Der Banbaro hat gar keinen Bock auf Spielereien. Da nochmal 187 Schaden. Sehr schön. Wir haben auch schon verdammt viele Teile von ihm zerstört. Da kommt er eh nicht mehr so klar. Und der Radoban kommt natürlich auch. Natürlich. Oder? Ja, okay, er fliegt bloß vorbei. Also er rollt bloß vorbei.
Tut er? Tut er nicht? Tut er? Keine Ahnung. So, Gyrus ist gerade ziemlich angeschlagen. Ja, da hätte ich ihn natürlich gegen die Wand hauen können. Wo ist der? Da ist er. Macht ihr einen Revierkampf? Solltet ihr eigentlich haben, oder? Ja, perfekt. Sehr schön. Dann haut mal raus hier. Hä? Okay. Habe ich den schon mal gesehen? Ja, ich glaube schon. Gott. Der arme Radoban. Warte, hat echt bloß der Radoban da kassiert? Na gut, okay, jetzt liegen sie beide. Ich dachte eigentlich, der Odogaren kassiert auch, verdammt. Nein, nicht den Radoban. Bitte nicht brüllen. Ach, Mann. Du hättest einfach bloß nicht brüllen müssen, Radoban, ne? Hätte ich dir viel Ärger erspart. Also es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Okay, Schleuderfackel. Er ist gerade im nicht aggro. Und der schleicht sich... Okay. Da war er schnell weg. Gut, wir können dich aber auch da unten noch irgendwie bekommen. Wir haben den Trutzmantel nochmal schnell angezogen. Prügelst du dich hier gleich mit dem nächsten Biest? Was ist das da? Ach, so ein Flugbiest, oder? Hä, was ist das? Was ist das? Das ist ein 10 Meter großes Flugbiest. Die sind alle so groß. Hä? Okay. Das habe ich ja noch nie gesehen. Er ist in seinem Nest. Ja gut, okay. Da wird er erstmal essen. Dann wahrscheinlich pennen. Aber was war das denn? Sind die normalerweise so groß oder ist das so eine Extragröße? Gut, aber die kann man ja nicht fangen, nicht wahr? Gibt's nicht bloß die extra Größe bei den Biestern, die man fangen kann? Keine Ahnung. Also das Ding sah zumindest verdammt groß aus. Wow. So, bis wir dort unten sind, ist der Mantel eigentlich eh weg. Deswegen können wir das auch so mal lassen. Mal sehen. Also er wird jetzt auf jeden Fall ja gefuttert haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er dann wieder relativ erholt ist. Dadurch, ja, können wir ihn sicherlich nicht direkt fangen, außer er würde jetzt pennen. Aber tut er nicht, ja. Okay. Also, das ist schon sehr interessant. Das ist ja ein halber Legianer. Ist das ein Legianer? Nee, oder? Er kann Legianer in sein Nest schieben, aber... Ist das einer? Nee, oder? Keine Ahnung. Aber so ein Flugbiest ist fast zu groß. Oder er kann doch einen Legianer sein Nest schieben. Ich glaube schon. Wäre auf jeden Fall in seinem Nest. Oh, wir können ihn nochmal gegen die Wand schubsen. Das könnte dann reichen. Wenn das mich zumindest gerade ihm lässt. Ja, so viel dazu. So viel zu, wenn er mich lässt. Das ist halt immer wieder sehr knifflig. Nein. Ah, nicht schieben eigentlich. Ach, komm schon. Ich habe gerade eben geschossen. Ja, jetzt bin ich eh tot. Megatrank. Ah, ich wollte rollen. War vielleicht auch das Wichtigste. So, jetzt kann ich das Sarah Jerky nehmen. Weil Blutung ist längst nicht so gefährlich, wie keine Leben zu haben. Na, ah, wow. Gut ausgewichen, oder Garen? Gut ausgewichen. Die Lähmung. Ist halt jetzt echt die Frage, wie viel er noch aushält. Ich würde nämlich eigentlich sagen, dass er eigentlich schon K.O. wäre. Es ist so unfassbar manchmal, ne? Manche Monster kannst du halt wirklich bloß so angreifen, wenn sie sabbern. Okay. Das waren auch nochmal 500 Schaden. Sagt, sein Puls ist schon verdammt niedrig. Ich hau hier vielleicht nochmal drauf. Dann probieren wir ihn zu fangen, sobald wieder aufsteht. Weil Schaden haben wir jetzt auf jeden Fall gut gemacht. Ja, das ist hoher Puls und jetzt ganz, ganz niedriger Puls. Aber wir haben es beim Rathalos vorhin gesehen. Es braucht ein bisschen. Auch wenn er den Puls schon hat. Das heißt bloß, dass er in einem guten Bereich ist. Aber noch längst nicht tot. Weil es gerade eben noch eine gute Combo war. Der hatte da vorher, glaube ich, schon niedrigen Puls. Komm schon. Natürlich schreit er gerade eben nochmal. Okay, er humpeln tut er auf jeden Fall noch nicht. Dann hauen wir noch ein bisschen drauf.
Oder Garen Kadaver. Was auch immer das für ein Biest ist. Vielleicht ein Baby-Ligianer war das vielleicht. So, haben wir hier noch irgendwas? Ja gut, der ist gerade wahrscheinlich eh aggro. Oh, Lähm, Frosch. Wobei, er hat schon so viel Lähmung abbekommen. Kann er wirklich nochmal gelähmt werden? Das ist halt echt die große Frage. Na, scheint nicht so toll. Mein Gyrus wurde gelähmt. Das war natürlich nicht Sinn der Sache. Oh, Hilfe. Wie gesagt, der wurde jetzt, glaube ich, schon irgendwie 6 oder 7 Mal gelähmt in der Runde. Okay, ich habe den Frosch getreten. Er bleibt halt nicht lang genug an einem Fleck. Und der bleibt halt vor allem nicht dort stehen. Das ist halt das nächste Problem. Ja, nochmal 72 Schaden. Ist halt leider bloß gerade eben Tropfen auf dem heißen Stein, aber passt schon. Ja, du bist halt immer noch aggro. Wie gesagt, das sollte nicht mehr so lange sein. Habe ich meine Mäntel wieder? Ah, beinahe. Nice. Perfekt. Perfektes Timing. Jetzt rastet er halt komplett aus. Und das ist so der Moment, wo du halt mit dem Großschwert vor allem eigentlich gar keinen Schaden... Wow. Dieser Gyrus, ne? Der Gyrus ist hier gerade eben schon echt richtig heftig. Okay, er ist erschöpft, aber noch nicht tot. Okay, er humpelt. Ja, okay, nice. Gut, dadurch haben wir es dadurch bekommen. Wir hätten ihn sicherlich noch ein bisschen früher fangen können. Aber das hat ja genauso funktioniert. Wunderschön. Da kommt er raus und damit haben wir den Olegaron gefangen. Das lief tatsächlich besser als gedacht. Gut, ich meine, wie gesagt, es war halt tatsächlich deswegen so, weil die Gyrus so unglaublich abgegangen sind. Das ist interessant, dass du so weit noch gefangen wurdest, aber passt. Sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, war halt generell der Erfolg der Gyrus, weil ansonsten hätte ich den nie so gut bekommen. Wir haben auch ab und zu gut gegen die Wand gehauen. Das war also kein... das war also auch natürlich eine ganz gute Sache. Aber so generell... Ja, haben die Gyrus das schon zu einem Großteil entschieden. Muss ich definitiv so sagen. War eine schöne Jagd. Eindeutig. Hat mir gefallen. Ich hatte ja zuerst mega Angst davor, ihn mit dem Großschwert zu erledigen. Aber ja, wie gesagt, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und damit haben wir den Gyrus erledigt. Ach, den Olegaron. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit schon Gyrus gesagt, oder? Keine Ahnung. Ja gut, die Gyrus haben ihm halt gut zugesetzt. aber wie gesagt, damit haben wir den Olegaron erledigt. Ein sehr, sehr gutes Monster zum Erledigen. Weil, wie gesagt, meistens gibt er halt eine sehr, sehr schöne Rüstung. Und die hätte ich wahrscheinlich ganz gerne. Die werden wir uns im nächsten Stream dann anschauen. Und gucken mal, was die dann so kann. Und eventuell werde ich mir dann meine erste richtige G-Rank-Rüstung farmen. Weil bisher ist es ja alles noch so ein bisschen zusammengewürfelt. Schauen wir mal, wie es aussieht.